Schuhe, klar. 7, okay. Nochmal okay. Okay. Auch gut. Was? Da habe ich ja gar nichts für gekriegt. 4, sehr lachhaft. 17. 5. Ach komm, was soll's. Ich will den Shutter eh loswerden. Kannst du auch haben. Kannst du auch haben. Kannst du auch haben. Die extravaganten Schuhe. Ach ja, was soll's. 10. Für 40. Naja, okay. Okay, gut. Dann die letzten Gerüchte. Das weiß ich doch eigentlich alles schon. Das weiß ich doch alles schon. Wieso wurde da mein Journal aktualisiert? Okay, finde ich ja toll, dass du das Zeug alles trägst und wirklich anhast. Ich muss weg. Vor allem, was will die mit dem Schild im Laden? Ganz ehrlich. Oh, meine Athletik ist wieder besser geworden. So, die Frage ist doch, was mache ich jetzt als nächstes? Mir wurde gesagt, dass Larius Varro, der Champion der Legion, bei Ford Monmos einen Eid geschworen hat, um die Korruption zu stoppen. Aber das Syndikat ihre Leute geschützt hat, um seinen... um seinen Eid zu erfüllen, muss wohl Varro außerhalb des Systems arbeiten. Und das weiß ich doch alles schon. So, die Frage ist bloß, habe ich jetzt noch hier offene Aufträge eigentlich? Ja, den Ring kenne ich. Das habe ich abgelehnt. Balmora. Ach ja. Das Zeug nehme ich mal wieder mit. Das möchte ich nämlich eigentlich irgendwo verticken. Also so oft, wie ich das schon weggeworfen habe, müsste es eigentlich übelst gestreckt sein. Also, das dürfte im Prinzip gar nichts mehr geben. Hoi, die ist leer. Na, komm schon. Weg hier. So. Ich würde gern zum Süd... Ihr dürft sprechen. Ja, ich will aber gar nicht sprechen. Ich will nämlich zum Südwaldclub. Der ist doch hier ums Eck, oder? Ja. Ich vermute, ihr wollt etwas. Nun, was denn? Ich würde gerne etwas über Caius Cossades wissen. So, dann würde ich gerne mit dir handeln, aber die mag den Mondzucker auch nicht. Wünscht ihr etwas von mir? Du willst trainieren?
Oh, schleichen. Blockieren und mittlere Armor. Muzera. Okay. Okay. Wie kann ich euch helfen? Das heißt, wenn ich trainieren muss, dann muss ich bei dem trainieren. Habt ihr Elfen gesehen? Was ist daran witzig? Verstehe ich nicht. Ah, willkommen. Was wünscht ihr von mir? Okay. Also da kann ich Gold mitgehen lassen. Ob das auffällt? Offensichtlich nicht. Den Rest lasse ich mal da drin, der interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Und dann ist natürlich die Frage, was ich eigentlich mit diesem Mondzucker hier die ganze Zeit mache. Ich meine, der nervt mich ja eigentlich die ganze Zeit nur. Und ich weiß auch nicht, wofür ich den gebrauchen kann. Insofern weiß ich auch nicht, warum ich ihn die ganze Zeit mit mir rumtrage. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre quasi in Lauat den an die anderen zu verkaufen, also an die anderen, ne? An irgendwelche Leute zu verkaufen, die diesen Mondzucker eben gerne hätten. Ich glaube, die Kamonatong, die wollen die Dinger. Warte mal, Kamonatong gibt's doch auch in Balmora. Die gibt's doch da drüben. Das könnte ich ja echt machen. Ich verkaufe den Mondzucker an die. Sprecht nur. Und Worum dann. geht es eigentlich? Ja, das frage ich mich auch. Ich verkaufe das Zeug an die Kamonatong und danach bratze ich sie um. Also erst verdiene ich ein bisschen Geld mit ihnen. 50, nicht schlecht. Erst verdiene ich ein bisschen Geld an ihnen und dann mache ich sie platt. Council Club. Was wollt ihr? Ich will handeln. Und zwar. Hätte ich gern von dir, dass du. Okay. Das kaufst du nicht, aber vielleicht kaufst du Skooma. Na dann, auf Wiedersehen. Ich werde Berichtet euren Freunden Ich von spüre diesem es. Ort. Kann ich mit dir handeln? Was hast denn du da eigentlich?
Das kauft sie nicht. So. Nee, Training will ich eigentlich nicht. Beeilt euch. Ich würde gerne handeln. Und zwar... Oh, ich will doch diesen Mondzucker verkaufen. Und zwar an dich. Ist das denn so schwer zu begreifen? Hm. Irgendwie wollen die den Schotter nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich warte. Ja, ist ja gut. Das ist einfach nur ein Bett. Das ist einfach nur eine Abstellkammer. Dann hauen wir doch mal wieder ab. So. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Mondzucker machen soll, wie ich den am besten loswerde. Ich meine, ich kann ihn auch einfach irgendwo in die Pampa werfen und ihn da lassen, ganz ehrlich. Zum Beispiel in diesem Korb. Da rein. Und das Kuma auch. Da rein. So. Dann verlieren wir es nicht. Und wenn ich jemals auf die Idee komme, ich könnte ihn wieder brauchen, dann weiß ich nicht mehr, wo ich ihn hingetan habe. Ist in Ordnung. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Tagebuch und wollen rausfinden, welche offenen Aufträge wir denn noch zu haben. Da waren wir ja schon, da waren wir auch schon. Caius Cosades habe ich gefunden. Hat mir 200 Gold gegeben. Ich soll die Kämpfergilde, die Magiergilde oder den imperialen Kult aufsteigen. Und dann, wenn ich bereit bin, sollte ich zurück zu Caius Cosades kommen, um Befehle zu erhalten. Und dann sagt er mir auch, Caius, dass Ritlin irgendwo lebt und dass Thürmerilin irgendwo lebt. So. Und dieser Jäger Nintos, dafür muss ich aber vermutlich stärker werden. Dann Pelagia, das ist diese Nelos Onmar-Geschichte. Telarun, genau, bla bla bla. Ich habe diesen verfluchten Ring gekauft. Eine Phrase habe ich eigentlich erledigt. Das habe ich auch erledigt. Ja. Die Sache mit den Eierdieben habe ich auch erledigt. Ich bin jetzt übrigens in der Diebesgilde. Okay. Das habe ich noch nicht erledigt. Okay, ich muss mit Hasfal Antabolis reden, was ich gemacht habe.
So, dann habe ich berichtet, dass ich mich um die Eierdiebe gekümmert habe. Ich habe mich Caldera-Mine gekümmert. Ich habe die Ratteninvasion in Vivec erledigt. Ich habe gehört, dass da irgendwelche Leute aufgeschlitzt werden. Ja, ich habe einen Schlüssel und einen Bericht über ein begrabenes Schiff. Ja, genau, über eine Schiffbeerdigung. Und so weiter und so fort. An der Westküste. Da bin ich ja gerade überhaupt nicht. So. Das ist immer noch die gleiche Geschichte. Das ist... habe ich auch erledigt. So. Ich soll Tongue Toad in der Ratte, ja, in Ratte im Topf in Aldrun zum Schweigen bringen. Das habe ich erledigt, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt. Jo. Und Edras Oril, genau, das habe ich erledigt. Und das habe ich auch erledigt. Also, ich schreibe mir vielleicht mal auf, welche offenen Aufträge ich noch so habe. Ich habe noch den offenen Auftrag von Caius Cossades. Der da besagt... nee, Quatsch. Ich habe den offenen Auftrag von Ninetoe. Oder wie auch immer der heißt. Diese Puzzlebox soll ich besorgen. Dann habe ich noch den offenen Auftrag von Larius Varro. Genau, so heißt der Mensch, Larius Varro. Varro Carmona Tong töten. Und dann habe ich noch den Auftrag wie hieß der jetzt gleich nochmal? Tongue Toad. In The Red, in The Pot. The Red reicht, das kann ich mir merken, den Rest. Also kann ich mir nicht merken, aber werde ich dann assoziieren. In Aldrun. In Aldrun töten. Beziehungsweise zum Schweigen bringen. So. Ja, gut. Habe ich das gemacht? Dann weiß ich schon mal zumindest, was ich als nächstes angehen könnte. Ich könnte natürlich jetzt mal mich auf die Suche nach dieser Puzzlebox begeben. Die soll hier ja ganz in der Nähe sein. Auf der anderen Seite könnte ich auch einfach nach Aldrun wackeln. Dann lerne ich auch gleich mal ein bisschen was von dem Land kennen. Oder ich mache jetzt einfach mal eine kleine Aufnahmepause. Ich denke, das ist fast ein guter Plan. Genau. Und dann werde ich mal schauen, wenn ich das nächste Mal weiterspiele. Und was wir dann tun. Gut, ich bedanke mich jedenfalls für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, auf Wiedersehen.